Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Rettungswagen-Simulator 2014. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Mini-Let's Play. Rettungswagen-Simulator 2014. Ich bin gerade auf dem Weg zurück. Ich bringe einen desorientierten Patienten gerade in die Klinik quasi, ja? Genau. Und der ist desorientiert gewesen, aber es war nicht der Herr Frenkel. Ja, weil der fährt hier, nämlich als Arzt durch die Gegend. Oah! Und er fährt schlecht. Aber ist egal. Es funktioniert ja einigermaßen, ne? Muss man mal schon so sagen. Ich habe ja immer noch jede Mission geschafft. Das war grün. Ach komm! Mann! Das ist doch echt zum Kotzen hier. Da wirst du beschissen nach Strich und Oh, ach, ich habe Freigabe. Ich kann ja B und O machen, fällt mir gerade auf. Sag das doch gleich! Dabei habe ich gar keinen Zeitdruck. Das hätte mir mal früher auffallen können. Das habt ihr mir bestimmt auch wieder in die Kommentare bei Folge 2 reingeschrieben. Wetten? Du hast vergessen, das Blaulicht und die Sirene anzuschalten. Ja und, wen interessiert's? So, wir fahren einfach mal geradeaus durch. Da stand Freigabe, Mann. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. So, Vorsicht. Fährt der weg? Naja, so halbwegs. Ich bieg mal ab hier links. Mit dem Navi kommt man ganz gut klar, muss ich sagen. Da komme sogar ich klar. Das muss ja dann eigentlich... Boah, scheiße. Das tat weh. Aber ihr wisst ja, das mache ich sowieso absichtlich. Um ein bisschen Spaß und Spannung da reinzubringen in das Let's Play. Genauso wie beim Bergfeuerwehrsimulator mache ich das doch da genauso. So, jetzt fahren wir da vorne mal rechts rum. Öttel. So, jetzt machen wir mal keinen Fehler mehr, bitte. Wir fahren auf das blaue Böbbelchen. Und haben es geschafft. Schick. Chuck. Und jetzt? Handbremse, Motor, ist doch alles aus. Was wollt ihr denn jetzt? Ich bin wieder nicht richtig drin, oder? Na, Motor nochmal an. Handbremse nochmal raus. Da ist das Ding. Ah, ich bin ein bisschen drüber rausgefahren. So, Blinker. Wieso ist der jetzt noch an? Egal. Motor aus, Handbremse. Jetzt. Na also, ich sag's doch, ich hab's raus. Ach, das ist ein alter Mann, ey. Der ist ja noch älter als ich. Das hat sich ja gar nicht mehr gelohnt. Oh, weia. Das gibt wieder Dislikes. Sehe ich jetzt schon. Gut. Erinnert mich ein bisschen an Polizei 2013, nur für Sanitäter und so, ne? Eigentlich so. Im Grunde ganz ähnlich. Ja. Zurück zur Rettungswache. Und jetzt darf ich natürlich nicht das Licht vergessen. Nein. Habt ihr gedacht, ich vergesse es wieder? Nicht mit mir. So, und jetzt darf ich natürlich nicht mit der Tütata fahren, ist klar. So, Freunde. Jetzt fahren wir mal wieder heim. Fahren wir gleich hier links. Gut. Das lief ja eigentlich mal gar nicht so schlecht. Oh, ist rot. Und da vorne ist eine kleine Sackgasse. Das ist ganz geschickt gemacht. Das ist keine unsichtbare Wand. Das hasse ich nämlich. Da haben sie jetzt hier einfach eine schöne Baustelle hin. Dann ist klar, okay, da kommst du nicht weiter. Da ist die Stadt zu Ende. Und der fährt auch nicht da durch. So wie Euro Truck Simulator 2, wo die blöden Penner durchfahren können, wo ich nicht durchfahren darf. Das ist nicht so schön. So. Ich muss mich jetzt an die Verkehrsregeln halten. Ja, das mache ich auch nur bedingt. Also ich... Ja gut, ich fahre ja nicht schneller als 50. Das fühlt sich nur so schnell an irgendwie. Das ist gar nicht mehr so schnell. So, Gas geben, kommen wir noch, ne? Ja. Ich weiß, man könnte den Tempomat anschalten, aber das möchte ich nicht. Ich fahre einfach nochmal weiter geradeaus, weil es gerade so schön ist. Und da vorne fahren wir links. Erst halten wir natürlich an der roten Ampel. Aha, ihr dachtet, ich sehe es nicht. Natürlich dachtet ihr das. Ja, also, ist ziemlich viel los. So an Leuten, die da rumlaufen und auch an Fahrzeugen. Ist halt alles ein bisschen texturmäßig, ein bisschen arm, ein bisschen wenig detailreich. Aber gut, mir kommt es da nicht so drauf an, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so eine Grafikhure wie ihr, wie die ganzen Call of Duty Kiddies und die Battlefield Kiddies. Und die geben jetzt alle einen Dislike, weil ich sie Kiddies genannt habe, weil sie sich gleich angesprochen fühlen. Naja, damit kann ich leben. So, wir fahren jetzt da weiter. Du wartest, du Penner. Da komme ich ja mal doch locker durch. So, jetzt fahren wir mal wieder ein bisschen rechts, würde ich sagen. Will die da drüber gehen? Kann ich eigentlich Menschen überfahren? Das müsste ich auch nochmal ausprobieren, gelegentlich.
Aber vielleicht gibt es da so viele Punkte Abzug, dass man gleich verloren hat. Das möchte ich jetzt nicht riskieren, nachdem ich die Mission hier geschafft habe. So, jetzt fahren wir da. Wieder zur Rettungswache. Und dann machen wir jetzt mal einen Test und fahren mal hier einfach so rüber. Oh Scheiße, das ist eine Mauer. Ich dachte, das wäre ein Rasen. Oh Gott. Ja, ich bin ein bisschen blind, aber es hat nicht keine Strafe gekostet, ne? Oder? Nö. Ja, ja. Okay, wunderbar. So, wir sind da. Wir stellen hier ab. Wir rumpeln nochmal durch gegen das Eingangstor hier. Jetzt aber. Zack, anhalten, alles grün. U, Return. Und Space und Motor. Ah, sag's ja, ich hab's raus. Fahrtfehler 64, na gut. Es gibt wohl extra Punkte für perfekt, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Einfach nur mal Interesse halber. Gibt's eigentlich einen Schwierigkeitsgrad? Ich glaube nicht. So, neuer Notfall. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Ich bin einsatzbereit. Einsatzwagen 1785-1. Eine Person muss vom Krankenhaus wieder nach Hause gebracht werden. Ihr Zielort wurde bereits an das Navigationssystem übermittelt. Macht das nicht ein Taxi normalerweise? Das ist ja schon ein bisschen komisch, ne? Okay, egal. Wir werden es nicht hinterfragen. Wir werden einfach... Ich muss mir angewöhnen, immer Licht zu machen, ja? Ich meine, es ist zwar jetzt nicht dunkel, aber ich muss mir das angewöhnen, weil dann kann ich es nicht vergessen später, wenn es dann mal dunkel sein sollte, ne? Muss ich jetzt mal dran denken. Okay, kommen wir da noch rum irgendwie mit dem Karren irgendwie? Ja, okay. Blinker aus, Frenkel. So, jetzt ist die Frage. Da müssen wir wieder auf die andere Seite vom Fluss, oder was? Ja, die blinken alle schön, das ist gut. Dann wissen wir Bescheid, dass wir durchfahren können. Komm, fahr weiter. Also, ist ein bisschen zickig bei der Steuerung, aber ist nicht so, dass man sagen müsste, man dreht durch. Also, es ist okay. So, da vorne müssen wir wieder links abbiegen. Oh! Ich habe so schnell reagiert. Was ist denn das eigentlich für ein Dach? Das ist ein, ich sage, es ist alles ein bisschen texturarm. Ne? Das sieht aus wie eine weiße Fläche, die irgendwie, naja, eine weiße Fläche ist. Also, nicht wie ein Autodach oder so, ein Autohimmel, sondern einfach, ja, viele Textur. Auch der Spiegel ist ein bisschen komisch. Ich glaube, der funktioniert nicht. Naja. Macht ja nichts. Ach, ich sollte mal auf die Ampel schauen. Ist immer noch rot. Die Ampelschaltung ist genauso beschissen wie im OMSI. Stelle ich gerade mal fest. Aber was besser ist, also was beim OMSI nicht so gut ist, sind die Figuren. Die haben immer so steife Beine. Das ist hier nicht so. Die Figuren, die laufen ganz ordentlich. So, jetzt sind wir da mal rumgefahren. Und das Blöde ist, der Blinker geht nie aus. Das nervt mich. Den muss ich immer wieder ausschalten. Okay. Oh, rot. Jetzt werde ich leider nie erfahren, wann es grün wird, ne? Verdammt. Stopp! Hallo, der rollt. Machen wir ein Stück zurück. Können wir auch wieder gucken hier. Ich bin so schlau, ne? Der rollt trotzdem. Muss ich die Handbremse hier ziehen oder was? Ist ja unglaublich. So abschüssig ist es jetzt auch wieder nicht. Okay. Los geht's. Wir fahren weiter. Immer dem Radarpunkt hinterher. Wenn da jetzt einer ausschert, habe ich die Arschkarte, ne? Ist klar. Aber das machen die natürlich nicht. Weil die ja sehen, dass hier ein Rettungsmensch kommt, auch wenn er kein Blaulicht und Dingsbums anhat. Ja, nur sie fahren leider nicht rechts ran. Das ist ein bisschen schade. So, ich habe hier Vorfahrt, ne? Also, leckt mich alle im Arsch. Ich fahre jetzt da durch. So, und irgendwann müssen wir wieder links abbiegen wahrscheinlich. Nein, wir müssen tatsächlich wieder über diese Brücke drüber. Ich habe es fast schon geahnt. Ha, wo ist die Brücke? Ich tippe mal auf rechts eigentlich, ne? Ich tippe auf rechts. Oder war die mehr links? Ich weiß es nicht. Wenigstens kann man hier über den Bürgersteig drüber fahren, ohne dass man gleich Punktabzug kriegt. Nicht so wie beim OMSI zum Beispiel, wenn dann die Fahrgäste rumlästern. Scheiße, ich weiß nicht, ob das auf der Seite ist. Also, habe ich hier vielleicht Vorfahrt? Haben die vielleicht Unfall gebaut? Habe ich jetzt vielleicht ein Problem? Was mache ich denn jetzt? Ich glaube nicht, dass wir hier zum... Ich glaube nicht, ich werde wenden. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier zur Brücke kommen. Mein Gefühl sagt mir, ich muss da hinten rum. Fahr zu, Mann!
Mach dich weg hier! Ich habe das Gefühl, dass die Brücke diesmal wieder in diese Richtung ist. Vielleicht drückt mein Gefühl auch. Kann man irgendwie eigentlich auf die Karte gucken? Auf die Gesamtkarte oder so? Moment mal. Die üblichen Verdächtigen. Wenn ich Escape mache. Ach, natürlich. Ja, klar. Wo bin ich denn? Ah ja, da ist die Brücke. Okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Ich verstehe. Sagt's doch gleich. Die Karte habe ich ja ganz am Anfang schon gesehen. Da habe ich noch gesagt, sieht aus wie GTA. Und dann ist es mir entfallen, dass es die gibt. Aber so ist er, der Herr Frenkel, ne? So ist er halt. Die ganzen Schnarchnasen geht mir aus dem Weg, sonst muss ich euch totfahren. Jetzt überholen wir mal hier den Schnarchheini. Schnarchheini 1, Schnarchheini 2, 3. So, jetzt habe ich auf der linken Seite auch einen Schnarchheini. Das ist eine, oh scheiße, da vorne ist die Brücke. Ich muss jetzt darüber. Du lässt mich jetzt da rein, ja? Ihr lasst mich jetzt da rein, oder? Hoppla. Jetzt sollte ich mal ein bisschen warten, bis da ein bisschen der vor mir da ein bisschen weg ist. Sonst gibt es wieder einen Unfall. Habe ich mich jetzt ganz mies reingedrängelt? Ja, und immer schön die Hände oben, damit ich sehe, was du machst. Ganz wichtig. So, und was ist jetzt los hier? Ist da rot? Wäre ich doch auf der linken Spur bis vorgefahren und hätte dann... Naja, 600 Meter noch, sagt das Radar. Scheiße, die bremsen immer so abrupt. Das macht mich ein bisschen kirre. Ja, und ich habe es nicht geschafft in der Phase. Naja, gut, ich muss jetzt hier rechts abbiegen und dann... Ja, okay, alles klar, alles bestens, alles best. Es läuft. Es läuft. Ich glaube, es gab auch ein Vorgängerspiel, das muss eigentlich relativ furchtbar gewesen sein. Das hier ist jetzt nicht der Oberburner, aber es ist trotzdem weit davon entfernt, dass ich irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Ich weiß jetzt bloß nicht, was es kostet, das ist so eine Preisfrage. Oh, grün! Es wird kein Vollpreisspiel sein, also wenn es 20 Euro kostet oder so, keine Ahnung. Dann kann man sich das schon mal überlegen. So! Ich habe hier Vorfahrt und das kratzt keine Sau, ne? Der fährt mir trotzdem rein. Das kann ich nicht gutheißen, meine lieben Leute. Ah! Und ich krieg die Punkte wieder! Das heißt, wenn ich wenigstens Punkte kriegen würde, ich krieg Punktabzug! Meine Fresse, ey. Ich hatte doch Vorfahrt, oder? Habe ich da jetzt irgendwas übersehen? Naja, komm. Egal! Ich schaff's ja trotzdem noch. Ich bin ja so gut, dass ich es trotzdem noch schaffe. Das ist doch ein Vorfahrtsschild hier, oder nicht? Wie gerade eben, oder etwa nicht? Naja, okay, Vorsicht, 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 locker, locker, bremsen, 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 bremsen. Wie, fährt er jetzt rückwärts? Der hat den Rückwärtsgang rein, oder? Jetzt fährt er mir rückwärts vorne rein und ich muss die Punkte abziehen für mich. Ja, wetten, wetten, irgend sowas. Ja, komm. Entfernung nur noch 292 Meter. Bei diesen Ampelschaltungen in dieser verdammten, verfickten Drecksstadt überlegt man sich ja dreimal, ob man nicht einfach aussteigt und läuft, ne? Aber das geht ja leider gar nicht. Ich glaube, ich kann gar nicht aussteigen. Schade. Also der Spiegel und das Dach, das sieht scheiße aus, ja? Aber ansonsten ist es okay. Außer, dass ich wieder keine Beine habe. Das kennen wir ja alle von den Simulatoren. Das wird schon irgendwann eines Tages noch kommen, dass man da mal Beine und Hände hat. Ne? Habe ich ja nicht. Ich sitze hier drin ohne Beine und ohne Arme und steuere allein mit der Geisteskraft eines Jedi-Ritters. So erkläre ich mir das irgendwie. So. Bauen da vorne wieder Unfälle, ne? Ich muss mal abbiegen jetzt. Wir sind am Ende dieser Episode. Dieser dritten Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So, dass ihr mir hier ein Like da lasst und dass ihr dann auch die vierte Folge anschaut. Und dann mir natürlich immer mit euren Likes und Dislikes und Kommentaren sagt, ob ihr mehr sehen wollt. Ich hänge da wieder irgendwie.
Naja, also, ciao, ciao!